Die Pfingstlocken. Das ist jeder, was zu Pfingst am spätesten aufsteht. Die Pfingstlocken, ja, das ist ein alter Brauch. Und der, was halt spät aufsteht, der wird dann als Pfingstlocken getauft, sozusagen. Keine Ahnung. Stall, die haben wir mal rausgehängt und mitgenommen. Aber nichts hinmachen. Hinmachen darf man nichts, aber alles, was man halt wieder reparieren kann. Also Pfingstlocken, denke ich, war jetzt die alte Geschichte, wenn einer eine Gspusi gehabt hat, wenn er fremdgegangen ist. Dann ist bei dem Madl, wo der hingegangen ist, ein Pfingstmann aufgehängt worden. Ein Pfingstmann habe ich gekriegt, aber da war ich ganz jung. Die Pfingstlocken ist das, was am spätesten aufsteht, glaube ich, am Sonntag, ne? Also normal ist der, was am längsten schläft in der Früh, was dann am spätesten aufsteht. Oder, wenn es ganz geheim war, dann ist mit Kalk der Weg vom Burschen zum Madl markiert worden. Und das hat jeder am nächsten Tag in der Früh gewusst, wer wohin geht. Das ist gemein. Da muss ich gescheit tun. Ja, das kenne ich. Jetzt hört das und aufhören zum Lachen. Ja, das kenne ich schon. Darf ich vorher trinken oder muss ich warten? Also bei mir ist nie was versteckt worden, aber ich habe einiges versteckt in meiner Jugend. Was hast du denn da so versteckt? Alles, was herumgestanden ist. Da kriegt man so einen Blumenstrauß, oder? In der Früh. Stimmt das? Das ist Muttertag. Nein, Mutter bin ich nicht, Vater bin ich. Ja. Kennst du Pfingsteln? Nein. Nein. Ja, beim Pfingsteln war es so, dass eben was Schlimmes angestellt worden ist und beim Nachbarn haben sie einmal einen Lauterwagen aufs Hausdach aufgestellt. Wie hat er den wieder runtergebracht? Das weiß ich nicht, wie er das gemacht hat, aber ich glaube, der hat sicher die Feuerwehr gebraucht. Naja, die Pfingstlocken und alles, nicht? Was ist, das kennen wir schon. Ja, es ist einfach eine Gaude halt. Ein bisschen, es geht einmal im Jahr, also, es passt schon so. Der hat mich gestern aufgeweckt um 3 in der Früh. Nein, ich bin tot dagegen, Domrat. Ich kenne jetzt den Brauch nicht, aber ich sage, alle Bräuche, die in dieser Art sind, sollen aufrechterhalten werden. Weil es war schade, wenn das anders war. Ja, die jungen Leute sollen das wieder mitkriegen, deswegen müsst ihr das übertragen und denen zeigen und dann ist richtig lustig. So bist du.